Sporadische Messungen in der Apotheke oder beim Arzt sagen nichts darüber aus, ob es sich wirklich um einen dauerhaft erhöhten Blutdruck handelt. Das sind nur Momentaufnahmen, die selbst Mediziner oft falsch interpretieren. Fehlmessungen sind häufig. Zu einer verlässlichen Diagnose gehört viel mehr. Mein Name ist Thomas Löscher, ich bin Klinikdirektor der Kardiologie am Universitätsspital Zürich und Leiter der kardiovaskulären Forschung an der Physiologie der Universität Zürich und Mitgründer der Firma SDBL. Wie das Wasser fließt auch das Blut durch vorgegebene Bahnen. Angeschoben von der nächsten Welle fließt der Strom durch ein weiches Bett. Er überflutet jedes Hindernis, das seinen Weg blockiert. Beschleunigt, wenn sich sein Lauf verengt, reißt mit, was sich abgelagert hat. Wird der Widerstand zu groß, baut sich Druck auf. Das Wasser wird zur Urgewalt mit großer Zerstörungskraft. Das alles lässt sich auf den Blutkreislauf des Menschen übertragen. Seine Komplexität übersteigt jede Vorstellung. Das Herz leistet dabei eine Herkulesarbeit. Mit seinen nur 300 Gramm Gewicht pumpt es im Laufe eines Lebens summa summarum 250 Millionen Liter Blut gegen die Schwerkraft durch die Adern. Allein die Arterien, Venen und winzigen Kapillargefäße würden aneinandergereiht 2,5-mal die Erde umschlingen. Ohne dieses Pump- und Röhrensystem wäre Leben unmöglich. Es sorgt dafür, dass der rote Lebenssaft ununterbrochen fließen kann. Der Blutdruck spielt dabei eine maßgebliche Rolle. Die Muskelkraft des Herzens drückt das Blut in die Aorta. Dabei entwickelt es eine Spitzengeschwindigkeit von über 70 cm pro Sekunde. Ungebremst könnte das die Organe zerstören. Die Elastizität der Gefäße federt den hohen Druck ab und sorgt für einen gleichmäßigen Blutfluss in den Arterien. So kann das Blut auch die kleinsten Kapillargefäße erreichen. Der hohe Blutdruck ist der wichtigste kardiovaskuläre Risikofaktor für den Herzinfarkt wie für den Hirnschlag. Patienten mit einer Familiengeschichte, mit Diabetes und anderen Risikofaktoren sind besonders gefährdet. In der Prävention ist es wichtig, schon bevor der hohe Blutdruck sich entwickelt, durch Überwachung des Blutdrucks eben präventiv einzugreifen. Und mit Carunda 24 möchten wir gerne ein Gerät zur Verfügung stellen, das im Alltag einfach verwendbar und für die Prävention einsetzbar ist. Moderne Blutdruckmessgeräte wie das Carunda 24 erlauben über den Blutdruck hinaus die Herzfrequenz zu bestimmen, aber auch die Pulswelle, die uns über die Gesundheit unserer Gefäße Auskunft gibt. Später auch die Sauerstoffsättigung des Bluts, die Temperatur des Körpers und anderes mehr. Diese Geräte werden also zu einem Health-Scanner, der einfach tragbar und für jedermann benutzbar ist.